大家好，我是阿弟弟的小胡。煎牛排很好吃，但是油烟太大，每次做完了很长时间，家里都有很重的油烟味。不过还好，我有这个神奇的机器，不仅能除油烟味，还能降低空气里的细菌存活率。因为现在健康的空气非常重要。你看，水里都是空气里的灰尘，这么小的机器，怎么能这么神奇？我们一起去德国温特工厂看一看吧。这个温特工厂就在德国维格顿小镇，进去看看吧。尤其是这里的产品经理，他今天会回答我所有的问题。Ja, du hast ja unser Gerät bei dir in der Küche in Betrieb. Ja. Ich hoffe, das hilft dir auch bei deinen Geruchsproblemen. Auf jeden Fall. Die Geräte, die du hier siehst, sind alle hier im Weingarten entwickelt und auch hier hergestellt. Okay, also truly made in Germany, kann man sagen. Kann man so sagen. Echte deutsche Qualität. Und das ist besonders cool, weil, da kann man sogar reinschauen. Genau, das ist unser Vorzeigemodell, dass man das System der Luftwäsche sieht und auch erklären kann. Aber das möchte ich dir im Labor zeigen, dass du das dann wirklich auch live sehen kannst. Oh, was ist das für ein lustiges Gerät? Ja, schau, das ist das Modell unseres ersten Luftwäschers, das vor 40 Jahren von unserem Gründer erfunden wurde. Ah, okay. Und da ist gerade der Hitzler. Ich glaube, er kann mehr dazu sagen. Also Herr Hitzler, vor 40 Jahren haben Sie schon an dieses System gedacht. Wie ist Ihnen die Idee gekommen? Mitte, Ende der 70er Jahre war die Wasserverschmutzung ein großes Thema und dann ging das über in die Luftverschmutzung. Okay. Auf dem Markt waren Geräte, die für diesen Zweck technologisch nach meiner Meinung nach nicht gut waren. Meine Idee, die ich hatte, war, dass ich ein Gerät herstellen konnte, das weitaus besser ist. Wir sind jetzt hier im Testlabor. Ich mache jetzt einfach mal das Räucherstäbchen an. Du siehst jetzt mit diesem Räucherstäbchen, wie im Prinzip die verschmutzte Luft und in dem Fall der Rauch vom Räucherstäbchen in das Gerät eingesaugt wird. Partikel bis 10 μ werden aus der Raumluft reduziert, also zum Beispiel Pollen oder Hausstaub. Das wird alles im Wasser dann im Prinzip gebunden. Ich habe gelesen, eure Produkte, die helfen auch, um Bakterien und Viren zu reduzieren. Werden die dann da reingesaugt? Da trifft jetzt im Prinzip die Hauptfunktion unseres Luftwäschers ein, also die Luftbefeuchtung. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wenn die Raumluft zwischen 40% und 60% ist, haben es die Viren sehr schwer zu überleben. Also die Aktivität der Viren wird auf ihr Minimum reduziert. Das heißt eigentlich, in einem Raum, wo die Luftfeuchtigkeit zu niedrig oder zu hoch ist, kann ich wirklich leichter krank werden? Ja. Da steigt die Ansteckungsgefahr. Ja, also in Österreich kennt man das Thema wirklich Luftfeuchtigkeit, speziell im Winter. Heizungen sind an, es ist unsagbar trocken. Da kommt sowas eigentlich wirklich gut in Gebrauch. Auf jeden Fall. Also ich kenne es selber auch im Privaten.
wenn die Raumluft viel zu trocken ist, wenn man Kontaktlinsenträger ist, trockene Augen, trockene Lippen oder auch bei meinen Kindern verstopfte Nase nachts, wenn sie schlafen. Also da hilft auf jeden Fall ein Luftbefeuchter, um die Luftfeuchtigkeit einfach zu erhöhen. Ja, ich muss echt sagen, obwohl ich jetzt in Hunan gewohnt habe, wo es immer extrem hohe Luftfeuchtigkeiten hat, auch im Winter da dasselbe Problem. Sobald ich die Klimaanlage einschalte, ist die Luft so trocken, also ich habe immer trockene Lippen, trockenen Mund, Nase geht zu. Klar, also nicht nur, wenn man heizt, sondern auch, wenn die Klimaanlage an ist, führt das zu dem Effekt, dass einfach die Raumluft zu trocken ist. Okay, also mich hast du überzeugt, jetzt möchte ich echt mir anschauen, wie ihr das zusammenbaut, das Ding. Also hier sind wir jetzt im Wareneingang. Hier werden die Kunststoffteile oder die Gehäuse angeliefert und in der anderen Halle dann zum Endprodukt verbaut. Also drüben geht es dann richtig um deutsche Präzision, genau, sozusagen. Genau, richtig. Okay, dann gehen wir mal nachschauen. Ja. Also das ist jetzt sozusagen der Schritt, wo ihr den Motor und den Filter einbaut. Also Motor ja, Filter nein. Okay. Bei unserem System der Kaltverdunstung benötigen wir keinerlei Filter. Wasser ist der Filter. Also du musst wirklich nur Wasser einfüllen und das Gerät befeuchtet deine Raumluft. Normalerweise kennt man das bei so konventionellen Luftbefeuchtern. Ja? Die sprühen da Nebel und keine Ahnung was wie wild raus. Was den Nachteil hat, dass du Kalkablagerungen auf deinen Möbelstücken hast, Kondenswasser oder auch die Bakterien verbreiten sich dann halt auch einfacher im Raum. Die werden dann sozusagen wirklich rumgesprüht, nochmal eigentlich aktiv. Ja. Wo bei euch das alles natürlich im Wasser drinnen hängen bleibt. Also bis zu 10 Müpartikel sind Pollen und so weiter. Ja. Also ich bin starker Sommerallergiker. Ja. Würde es mir dann eigentlich besser gehen? Das unterstützt auf jeden Fall. Ja, super. Also heißt, da kommt das alles zusammen, wird einmal getestet. Genau. Und dann gibt es zum Schluss aber noch eine letzte Quality Control. Genau. Die schauen wir uns auch noch an. Hier findet die Endkontrolle statt. Okay. Das heißt, bevor die Geräte ausgeliefert werden, wird wirklich nochmals alles überprüft. Also Display, Wasserstand, Abschaltautomatik, also sogar Geräuschpegel überprüfen wir. Was ist da das Problem beim Geräusch? Wir haben viele Mamas, die die Geräte für ihre Kinder ins Kinderzimmer kaufen. Okay. Damit sie einfach einen guten Schlaf haben, haben wir da für uns eine Richtlinie gesetzt, dass die Geräte einfach leise arbeiten sollen. Mucks, Mäuschen, still. Genau, richtig. Vorsicht laut. Ja. Okay, und wie laut sind die dann? Oh. Zögerhauern. Ösi, Twandle. Ja, nachdem die Geräte alle getestet wurden, die letzten Qualitätstests, werden die Geräte dann hier in der Packstation verpackt. Okay. Wow, Algier! Ja, und jetzt sind wir hier am Warenausgang. Mhm. Also wenn die Geräte fertig kontrolliert sind, verpackt sind, werden diese von hier aus an unsere Kunden geliefert. Okay. Und für uns spielt die Nachhaltigkeit eine sehr große Rolle. Wir verwenden ausschließlich Ökostrom. Und zusätzlich zeigt sich das auch an unseren fleißigen Ventabienen, die direkt neben der Produktionsstätte sind. Ah. Das heißt, das waren die gelben Boxen vor der Tür. Genau. Ich hab's schon gesehen. Ja. Das sind Bienen. Das sind unsere fleißigen Bienen, die uns jährlich mit Honig versorgen. Habt ihr noch einen Honig übrig? Na klar. Gehen wir mal schauen. Auf jeden Fall. Ich hätte mir echt nie gedacht, dass Bienen, die neben einer Produktionsstätte wohnen, so gesund und glücklich dahin leben. Aber es funktioniert. Ja, bei uns funktioniert das. Ja. Und ich habe hier ein kleines Geschenk für dich als Dankeschön. Oh, das ist Venta-Honig. Okay, freut mich sehr. Ich werde ihn daheim auf jeden Fall probieren. Ich bin mir sicher, schmeckt super lecker. Ich sage auch vielen, vielen Dank an dich. Gerne. Und hoffe, dass ich wieder mal zu Besuch kommen darf.
Auf jeden Fall, gerne. Ja. Danke viel. Ja. Ösi. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao. Chile, Gong Chang Ho, Wo Chile, Jian Kande, Kong Ji, He, Jian Kande, Mei Shi, Yan, Zong Ya. Xixian Ni, Kan, Wo de Shipin, Shi, Ni, Rang Wo, Shang Yao, Lu Li, Pai, Gen Hao de Shipin, He, Shuo Zhong Wen. Dian Zan! 分享和 please 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 关注我，你的关注才能让我继续拍摄。Love you guys.